So, es ist arschkalt, mir frieren die Finger auch jetzt beim Drehen, aber hey, was tut man nicht alles für seinen Schatz? Gut, du bist mein Schatz. Pass auf, wir haben ja immer geübt, dass der Pferde nichts vom Boden aufhebt. So, und jetzt ist es bereits, ist es so, ich hoffe, es funktioniert jetzt. So, na, Pferde, hey, heb auf. Dass sogar, wenn ihr mir jetzt das Leckerli gibt und es fällt runter, probieren wir es nochmal. Heb auf. Na, heb auf. Super. Findest du der Pfosten nicht? Das ist ja wirklich der Dümmste. Dass auch, wenn ihr mir jetzt das Leckerli gibt, das muss natürlich, das sind Übungen, die musst du immer und immer, immer wieder üben. Das ist eine Übung, die wird nie in Fleisch und Blut übergehen. Weil der Instinkt einfach ist, auch wenn es runterfällt, so wie wir. Wir greifen auch nach, wenn uns was runterfällt, auch wenn es ein Messer ist und wir wissen, wir schneiden uns. Aber der Reflex ist einfach da und genauso ist das beim Hund auch. Es fliegt runter und der Reflex ist es aufzuheben. Und da jetzt der... Fertig. Das nicht zu tun, sondern zu warten, bis ich sage, heb auf, ist natürlich eine Wahnsinnsleistung. Aber es ist möglich. Nur fertig. Heb auf. Super, Bursche, ihr seht es. Aber wenn ich als Besitzer es ihm hinschieße, oder wenn es er aus dem, ich meine, wenn er es jetzt isst und es fällt ihm aus dem Mund, dann hebt das auf. Aber wenn ich es hinschieße und er fängt nicht richtig, fertig, und es fliegt ihm aus dem Mund, jetzt hat er gefangen, jetzt habe ich es nicht drauf gehabt. So. Wieder gefangen. Alter, das wird heute ein langes Video. Ich habe keine Leckeres mehr. Und mit einer Hand kann ich es nicht teilen. Jetzt aus allen Positionen. Leute, jetzt hat er sich nämlich dreimal nicht gefangen. Und jetzt nicht mehr ein kleines. Ich hoffe, ich fitzel mit den eiskalten Fingern. Klar. Bist du deppert? Es ist kalt heute. Ich will das nicht im Mund nehmen. Ach, scheiß drauf. Heb auf. Super. Also, ihr seht, das mitten aus dem Mund fliegen kann ich jetzt nicht mehr hin. Ich habe keine Leckerlis mehr. Aber wenn sie ihm hinschupfen, und es liegt vor ihm, er geht erst und hebt es erst auf, wenn ich sage, heb auf. Und wie gesagt, diese Übung üben wir jeden zweiten, dritten Tag. Diese Übung wird nie so gefestigt sein, dass du es nicht mehr üben brauchst. Das ist einfach eine ganz, ganz schwere Übung. Und so, das kommt aber auch immer vom Hund drauf an. Der Pferdi ist jetzt nicht so der Verfressene. Wenn du natürlich einen verfressenen Hund hast, ist es umso schwieriger. Ja? Muss ich auch dazu sagen. Aber grundsätzlich ist die Übung eine der wichtigsten Übungen. Nichts vom Boden aufheben, nichts am Boden fressen. Geh, Schnecke.